Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim siebten Teil von Banjo-Kazooie. Wir sind immer noch in Clankers Cavern und wir haben jetzt 5 Puzzleteile schon, also die Hälfte, geschafft, dann beim letzten Mal. Was machen wir denn hier? Können wir da mit dem Krähenfuß hoch? Ja, können wir. Da unten ist ein Jinjo. Und wir haben alle Jinjos. Fantastisch. So. Oder die Note haben wir übersehen. Und schauen wir mal, da ja alles normalerweise symmetrisch angelegt ist, ja, fast. Da unten sind nämlich auch noch Noten. Das erinnert mich ein wenig an Lord Jabu Jabu in Ocarina of Time. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann, bevor wir hier rausgehen, ich glaube, wir kommen nur durch die Flügeltüren, also das links und rechts wieder raus. Irgendwas muss es mit der Flugplatte doch auch noch auf sich haben, oder? Weil die ist total überflüssig irgendwie. Ah, nee, wir kommen da hinten hin mit der Flugplatte. Dann nutzen wir die gleich doch mal. Noch eine ganze Menge hier. Oh, da kommen wir nicht durch ohne das, was wir jetzt lernen. Okay. Ja, es gab ja nur den einen. Und jetzt können wir hier durchwandern. Es fehlen noch 8 Noten. Durch. Das war jetzt nicht so schwierig, aber ohne den Move einfach nicht machbar gewesen. Sieht echt brutal aus alles hier. Naja, so ein Schrottschlucker braucht halt solche rabiaten Methoden. Ich muss jetzt aber noch schauen. Wo es weitergeht. Uns fehlt immer noch eine Wabe. Können wir mal einfach auf die Statistik gucken. Also uns fehlen 8 Noten, 3 Puzzleteile und eine Honigwabe. Mal schauen, wo wir da fündig werden. Oh, da unten waren wir. Haben wir da. Ne, wir waren von oben gekommen, ne? Das letzte Mal. Ja, dann müssen wir auch mal hier unten lang. Oh je. Die flagellatischen Zapfen, was auch immer das sein soll. Oh, ich glaube, wir finden hier sogar alle Noten jetzt.
sehr gut. Wir haben alle Noten. Da oben ist noch ein Mumbo-Schädel. Und ein Puzzleteil ist ja hier auch noch hier oben. Holen wir gleich alles. Sonst gibt's hier nichts, oder? Nee. Da oben ist ein Loch. Wo Eier drin sind. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Naja. Schauen wir uns alles an. Bei Gelegenheit. Wir wandern jetzt aber mal durch die Kiemen an den Seiten links und rechts aus. So, den Schädel hätten wir. Dann noch auf der anderen Seite das Puzzleteil. Dann fehlen uns nur noch zwei Puzzleteile und... keine Note mehr und eine Wabe fehlt noch, genau. Wo finden wir das? Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Ah, ich weiß, wo eins noch ist. Wir haben ja vorhin... Mal kurz, können wir eigentlich auf die mittlere... Nee, können wir nicht. Ich schau jetzt gerade mal hier mich um. Hm. Also wir können auf jeden Fall hier... Das machen wir jetzt einfach mal. Aber wie können wir das hier öffnen? Ich würde ja fast sagen, wir brauchen irgendwie einen Sturzflug. Weil wir auch gar nicht einsetzen können. So, noch ein Puzzleteil und eine Wabe. Und ich habe ehrlich jetzt gesagt keine Ahnung mehr, wo ich das suchen soll. Hm. Wir haben ja auch alle Jinjos schon gefunden. Also so viele Möglichkeiten bleiben eigentlich gar nicht mehr. Das Level ist jetzt auch nicht so groß. Leider ist keine Karte vorhanden. Im Hai haben wir alles, oder? Hm. Also durch diese... Erstmal durch die Röhre sind wir gekommen. Durch die geradeaus vom Hai... Wal, Hai, Fisch, was auch immer. Da sind wir durch, glaube ich. Da haben wir dann den Jinjo gefunden, ne? Ach, ist schade, da nicht nochmal reinzugucken. Ne, da ist ein Mumbo-Schädel, okay. Hm. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Schauen wir uns gleich an.
Ja, da ist auch ein Puzzleteil hinten dran. Oh, da müssen wir uns aber beeilen. Sehe ich gerade, das heißt, wir müssen hier nochmal Luft holen am besten. Weil wir müssen wahrscheinlich durch dieses Rohr durch. Wo es eben. Wir müssen aber den gleichen Weg zurück, dann. Hier. Ist auch noch verwinkelt. So, wir haben alle Puzzleteile. Ist nur noch schnell wieder raus hier erstmal. Es fehlt nur noch eine Wabe. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt null Ahnung, wo ich da am besten schauen sollte. Ich vermute mal irgendwo entweder im Hai oder hier unten vielleicht noch. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Dann kämen wir mal wieder zurück an die Oberfläche. Ach ja. Wo geht's lang? Ist da irgendwo noch was? Direkt unterm Hai? Ich bin wirklich gerade überfragt. Sehr süß. Seine Augen folgen mir. Nein, ich wollte nicht rein. Ah, jetzt kommen wir von hier. Schauen wir uns nochmal in diesem Raum um. Weil der kommt mir auch ein bisschen verdächtig vor. Also hier könnte sich auch gut und gerne eine Wabe verstecken. Muss natürlich auch gleich mal immer die Decke absuchen. Weil irgendwie... Flugplatte macht zwar Sinn, um hier hochzukommen, aber es muss doch noch mehr geben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Zumindest habe ich alle Noten, das heißt, wenn wir jetzt nicht die Wabe finden sollten, können wir ja nochmal zurückkehren. Das ist ja kein Problem später. Ich habe jetzt halt irgendwie einen Ehrgeiz, das noch zu holen. War nicht noch so ein Loch in der Decke? Nein, da kommen wir nicht durch. Anscheinend. Hm.
Na gut. Ich würde sagen, wir verlassen dann das Level einfach und widmen uns neuen Aufgaben. Zum Beispiel haben wir noch den Grunty-Schalter aktiviert. Und haben damit was im Grunty's Reich ausgelöst. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal hier noch auf den Grund. Es sind so viele Röhren, die hier rumliegen. Weichen die da drin? Da ist nichts. Schnell hoch. Nee, hier finden wir definitiv gar nichts mehr. 0, nix. Na gut. Wo bin ich jetzt lang? Das war nicht meine Absicht. Also, zurück geht's. Vielleicht ist auch im ersten Bereich nämlich hier noch eine Wabe zu finden. Würde mich nicht wundern, der Bereich war nämlich sonst leer. Es gab kein Puzzleteil zu finden. Es gab ein Jinjo zu finden, aber sonst irgendwie nicht. Haben wir Energie nötig? Ich glaube nicht. Was ist denn da drüben? Das ist nur ein Abwasserrohr. Kann man da hoch irgendwie kommen? Ach, ich weiß es nicht. Machen wir das mal erstmal platt. Ah, da ist ja auch noch... Moment. Das interessiert mich jetzt. Nee, lässt sich nicht einrammen. Haben wir sonst noch was sowas? Nö. Dann kehren wir einfach ein späteres Mal zurück. Was kann das? Nichts. Den Schalter haben wir aktiviert. Gut, dann werden wir jetzt noch das Puzzleteil holen, was wir freigelegt haben durch den Grundschalter. Und
dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für dieses Video. Im nächsten Video dann wieder ein neues Level. Ich schau grad mal. Wir haben sonst bisher alles, ne? Also, Momus Mountain haben wir alles geholt. Treasure Trove Cove haben wir alles geholt. Clankers Cavern fehlt uns eine Wabe. Und im Bubble Loop Swarm fehlen uns zwei Waben und ein Puzzleteil. Holen wir alles noch. Aber wir gehen in dem nächsten Video erstmal in ein ganz neues Level. Freut euch schon mal drauf und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut.